Und da sind wir wieder, neben unserer Forschungsanlage, die immer noch nicht super duper ist, aber hey, sie ruckelt vor sich hin. Du kriegst mal wieder neue. Ja. Kriegst mal ein paar neue Small Parts. Wirklich viele brauche ich eigentlich nicht, weil wir sind jetzt schon bei 2000 Tier 1 Science Packs und auch fast so vielen Tier 2. Wir haben ein paar Forschungssachen schon so halb übersprungen, weswegen ich da mal vorsichtig bin mit zu schnell voranforschen. Borax hatten wir letzte Folge abgehakt. Fisch steht auf dem Plan. Das bräuchten wir für Antimony-Anlage oben, also die verschiedenen Intermetallics und ne, was da noch so an Legierungen waren. Die konnte man weiterverarbeiten, aber halt nur mit Fischöl. Zu den Brakes, die wir brauchen für die Züge. Genau. Also wir sollten die Fischanlage irgendwann bauen. Dafür hatten wir vorher auch schon mal eine Anfrage. Genau. Ich sollte off-camera einen Platz suchen für Fischis mit Stein, Wasser und Zinn. Das hatte ich auch schon mal angedeutet. Und zwar ist das da im Osten. Hier haben wir Wasser, haben wir Zinn, sogar zweimal. Und Stein. Auch wenn es jetzt nicht so riesig ist, aber trotzdem, selbst die kleinen Felder haben 15 Millionen. Das sollte erstmal okay sein. Ich habe auch schon angefangen, eine Bahnverbindung da hochzubauen. Allerdings braucht das ziemlich viel an Gleisen. Das Bottleneck bei den Gleisen ist, auch wenn man es nicht wirklich glauben mag, Kreosot. Also das Zeug, was bei der ganzen Kohle, Schrägstrich, dann Öl, Weiterverarbeitung, ein Abfallprodukt eigentlich ist. Und wo zwei andere Zwischenprodukte auch danach zu Kreosot weiterverarbeiten werden. Genau die Sachen sind gerade das Bottleneck, weil ich sie halt nicht weiter ausbaue. Also ich könnte natürlich hier die Kohlebasis weiter ausbauen oben, dass dann mehr Tar produziert wird und dann Tar wird dann mehr weiter produziert zu Kreosot und ich kann es dann von hier hinten abholen. Das habe ich auch bisher gemacht. Ich habe einfach mal wieder Fässer hier reingeschmissen, die dann kurz nach oben gebracht und so weiter. Es wäre natürlich wesentlich besser, wenn wir einfach eine Zuganbindung hätten. Aber ich würde ungern jetzt eine temporäre Zuganbindung da irgendwie hochmachen, um das da reinzukippen in irgendeins der Anschlüsse für Kreosot. Nur um das dann alles später wieder abzureißen, wir müssen gucken. So wusel ich ja zwischendurch ein bisschen hin und her, um da halt die Schienen zu bauen. Das sollte bis zur nächsten Folge dann auch fertig sein. Das heißt, wir können dann auch hier gleich eine Haltestelle bauen. Und das wäre dann eine Doppelhaltestelle oder eine Mehrfachhaltestelle. Das wird wieder eine größere Anlage. Nicht ganz so groß wie die Kohleanlage hier, aber es wird eine größere Anlage auf jeden Fall. Denn wir haben Zinnproduktion mit den Zwischenschritten. Und dabei wird Tin Grade 1 produziert. Das Tin Grade 1 brauchen wir für die Fische. Oder war es 2? Bei Tin war es verwirrend, da war es irgendwie andersrum. Also eins von den Tin-Zwischenschritten brauchen wir für die Fische. Und dann, wenn es nicht für die Fische verbraucht wird, die Fische sollten immer gefüttert werden, damit der Zyklus erhalten bleibt. Aber alles an Überschuss davon sollte danach weiterverarbeitet werden zu Zinnplatten. Und die Zinnplatten sollten dann an der Bahnstation zur Verfügung stehen. Ja, und dann halt noch die ganzen. Oh, da oben ist er noch. Okay, es wird immer größer. Dann natürlich noch die ganze Fischproduktion. Das könnte hier eng werden. Müssen wir gucken, wie das alles hinhaut. Mit einmal Tinproduktion und dann Fischproduktion. Eventuell schmeißen wir Fische auf die andere Seite, weil hier ist schön viel Platz. Und das Gestein brauchten wir auch für irgendwas, was mit den Fischen zu tun hatte. Und das Kerogen, was dabei denn produziert wird, ich weiß noch nicht, was wir damit machen. Wenn wir in irgendeinem dieses Klumbungbrats hier, wenn wir bei irgendeinem der Zwischenschritte da Asche brauchen, dann könnten wir einfach das Kerogen vor Ort verbrennen, um so dann die Asche zu bekommen. Ja, ist auch noch nicht klar. Und wo ich das Geothermal da oben gerade gesehen habe, wir könnten auch hier direkt vor Ort eine Geothermalanlage bauen, weil wir brauchten auch Steam. Ich glaube, um das Tin selber abzubauen, braucht man Steam. Dann müsste das schon mal nicht mehr angeliefert werden. Das ist dann ein Zug, der weniger hin und her fahren muss. Ja, also das ist der Plan für die Anlage. Eigentlich wollten wir bei dieser Folge auch gucken, wie wir schneller zu den Bots hinkommen. Ich denke, es wird damit zu tun haben. Mit der, nicht direkt mit der Tin-Anlage, aber mit der Fischanlage. Aber gucken wir mal. Also, Ziel. Immer zu diesen großen Punkten hier springen. Und dann da unten. Ich gucke jetzt nicht, was wir alles auf dem Weg brauchen. Das würde mich zu sehr ablenken mit irgendwelchen neuen Tieren und Pflanzen und Aliens in irgendwelchen Incubation Chambern und Last Metroid is in Captivity. Nein, wir gehen einfach direkt zu den Construction Boards selber hin und gucken, was wir brauchen, um die herzustellen.
Also, die Kisten selber brauchen einfach nur Steel Chest und Simple Circuit Boards. Haben wir. Ein Roboport braucht Batterien. Das schreibe ich mir am besten auf. Warte. Schon vollgeschmiert. Da. Also, Battery. Ich sollte eigentlich wieder mit diesem Helm-Mod arbeiten, oder? Habe ich mich noch nicht wieder billig eingefuchst. Also, wir brauchen Batteries. Die Recharging Ports brauchen nichts Besonderes. Die Construction Boards selber brauchen Bells und Fish Oil. Bells, Fish Oil. Deswegen die Fischanlage. Ne? Bei den Bells müssen wir gleich gucken, wie wir die herstellen. Die Gearbox hier ist übrigens dieselbe Gearbox, die wir auch für die Loks benutzen. Braucht also ebenfalls Fischöl. Batteries müssen wir gleich gucken. Schwefel hatten wir ja schon mal. Das hatte ich einmal aus den Augen verloren und dann hatte ich mich gewundert, oh, warum ist hier eine Kiste voll mit Schwefel? Schwefel konnten wir schon recht früh herstellen. Schwefelsäure ist dann aber nochmal ein anderer Schnack. Das sind ein paar Zwischenschritte. Ja, das war's. Dann haben wir hier noch einen Personal Roboport. Braucht auch nur Batteries. Und, warte, wir hatten gerade noch was. Logistic Robots. Wir haben aber noch keine Requester Chests, richtig? Oh, die kommen aber... Okay, die kommen in der nächsten Tech-Stufe. Es geht. Die nächste Tech-Stufe ist gar nicht so weit weg. Also wer weiß, was da noch alles zwischenkommt, aber es geht. Aber bei manchen Modpacks ist es halt sehr lange der Schritt zwischen, man hat die ersten Logistikroboter und man kann die ersten Requester-Chests benutzen. Also bringen sie einem recht wenig. Ja. Nee, gut. Dann gucken wir doch einfach mal kurz, was die Battery und die Bells brauchen. Und danach können wir dann weiter rausfrickeln, welche Basen dann als nächstes kommen. Also die Fischbasis würde ich hier schon ganz gerne aufbauen. Aber dann der Schritt danach für das andere. Also, Bells. Singular. Belt. Belt ist, Product von Belt ist Rubber. Ja, okay, also wir brauchen Rubber. Mach ich mal einen Pfeil hin. Belt führt zu Rubber, beziehungsweise andersrum. Und Rubber ist ein Produkt von Latex, Carbon Black. Okay, warte. Latex haben wir. Carbon Black. Und Polybutadin. Poly, also mehrfach. Buta ist halt Butan und Din ist irgendein Derivat, also was anderes davon. Wo denn irgendeins von den Kohlestoffdingern anders ist? Ich glaube, so war das. Chemie war nie so mein Hauptding. Polybutadine. Klick. Carbon Black bekommen wir aus Anthrazit Oil, haben wir jetzt schon. Das wartet momentan darauf, dass es irgendwas Sinnvolles bekommt. Und Vakuum. Vakuum können wir jederzeit überall herstellen. Und Anthrazin können wir anfordern von unten im Zug. Anthrazin Oil. Gut. Das haben wir. Zurück. Und das Polybuter blub 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 ist Titan. Warte, ja. Titan und Aromatics. Aromatics stellen wir ebenfalls unten her. Müsste also auch nur angefordert werden. Es stellt Dampf her. Aus Wasser macht es Dampf, okay. Ja, das heißt, wir müssen Titan irgendwie auch anbekommen. Und halt die Aromatics von unten. Aromatics. Zurück. Ja. Also nee, das ist kein Wunderwerk oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur recht viele Zwischenschritte. Wo wird das hergestellt? In welcher Maschine? Heavy Oil Refinery. Ja. Wo bauen wir es am besten auf? Wir haben schon eine Latexproduktion. Wir müssen gucken, wie wir mit unserer alten... Mist.
Das mal alles weg. Wie mit dieser Anlage umgehen, weil diese Anlage könnte man so umbauen, dass es später eine Anlaufstelle ist für einen Zug. Weil es ist schon so ein bisschen gebaut, dass es ausbaufähig ist und so weiter. Also gerade hier die ganze Tiergeschichte, das wäre schade, das verkommen zu lassen. Die ganze Kohleanlage bräuchten wir nicht unbedingt, weil das hatten wir nur für das CO2, glaube ich. Richtig, die ganze Anlage ist nur dafür da, dass hier CO2 hergestellt wird, damit das alles versorgt wird. Ja. Also ich denke, das lassen wir bestehen und bauen es dann nach und nach aus, wenn wir später brauchen. Vielleicht ein kleines bisschen anpassen. Dann würde es theoretisch Sinn machen, die Rubber-Geschichte irgendwo daneben zu bauen. Weiß ja nicht. Auf jeden Fall müssen wir so oder so Add New Rubber Anlage planen. Genau, die Boraxmine haben wir fertig. Methan-Setup Quickfixen ist immer noch kein Ding. Platz für Fischis haben wir gefunden. Und Acetonproduktion und Acetylen kommt später. Koks aus dem anderen schwarzen Zeug brauchen wir nicht mehr. Das ist ein richtig alter Eintrag. Ah. Ja, also wir könnten es. Ich lasse es mal trotzdem stehen. Wir könnten es später nutzen, wenn wir dann endlich die Kabel haben, dass. Wenn wir wirklich zu viel hier, zu viel Pitch über haben, das, und, also wenn wir zu viel Pitch über haben und wenn wir zu wenig Koks haben, was unwahrscheinlich ist, weil wir hier halt mehrere Schienen haben, die durchgehend das produzieren, dass dann noch extra was umgewandelt wird, aber das halte ich nicht für so sinnvoll. Ja, okay. Also Fischproduktion, dann Rubberproduktion für Beltproduktion. Und wir brauchen nichts an Forschung? Das habe ich gerade richtig gesehen, oder? Also wir brauchen die Forschung selber. Aber alles an Zwischenschritten auf dem Weg dahin brauchen wir nicht bauen oder planen oder sonst irgendwas. Heißt, ich nehme jetzt einfach dich da als Laboratory Equipment. Ja, und wir forschen uns da jetzt nebenbei einfach durch, ohne es anzugucken. Und hoffen das Beste. Oh, doch, die Batterien. Ja, okay. Wir haben uns erst einen Teil gerade angeguckt. Das habe ich verdrängt. Battery Stage 1. Und dann Construction Bots. Und so weit reichen unsere Forschungen eventuell gar nicht. Müssen wir schauen. Hast schon alles? Construction Bots, Personal Robots. Also du brauchst noch irgendwas anderes. Egal, mach das erstmal. So, das war jetzt alles nur eine Sache. Das war die Bells. Jetzt die Battery. Die Battery haben wir erstmal noch nicht erforscht. Das ist richtig. Wir brauchen Rayon. Das ist bestimmt von den Tieren, oder? Urea, Fiber, Sodiumcarbonat, Carbonylsulfid, Ammonia und Sulfuric Acid wird zu Rayon verarbeitet. Kriegen wir Urea her? Aus Blut. Ja. Also Schwefelsäure wird doch deutlich schwieriger, als ich dachte. Ich dachte echt, wir brauchen nur ein bisschen Wasser, eine Metallplatte, Schwefel und gib ihm. Aber nein. Das wird abgefahren, wird das. Na gut, Step by Step. Aber wenigstens bin ich mir jetzt einigermaßen sicher, dass wir nicht unnötige Sachen machen. Weil, also. Die Kohle zum fünften Mal neu bauen war auch nicht unnötig.
Aber es fühlte sich halt ein bisschen an, weil wir es halt schon so oft gemacht hatten. Aber jetzt hat es wirklich eine ordentliche Funktion, ist angeschlossen und alles. Dass wir jetzt die Fische anfangen, das wird was Frisches, Neues sein. Und es ist gleich am Schienensystem angeschlossen, dadurch fühlt es sich wesentlich besser an. Genau, das ist am Borax. Wobei Borax tierisch schnell ging, aber ja. Fischis, das kommt jetzt da oben hin. Und Rubber wird auch abgefahren. Also es wird noch 20 Folgen oder so bestimmt dauern. Ich habe nicht mehr genug Refined Concrete. Okay, mache ich gleich. Also, off camera. Es wird bestimmt noch 20 Folgen dauern, bis wir mit der Fischanlage und der Rubberanlage fertig sind. Und dann kommt der komplizierte Part. Ja. Ich denke, ich werde mich damit abfinden müssen, dass ich noch eine ganze Weile hin und her laufen muss und von Hand Sachen abreißen und so weiter. Und entsprechend dann die Welt ein wenig anpassen. Also immer schön wieder, so wie ich es ja auch schon an den Bahnschienen hier entlang gemacht habe, wo man jetzt nicht sehen kann, hier diese Laufwege, zwischendurch hier private Bahnstationen, wie hier West Private, jetzt machen wir noch gleich North Private. Und dann geht das auch alles irgendwie. Einmal hier durch die Gegend heizen könnten wir auch noch. Wir wollen ja nicht, dass irgendwo hier noch... Naja, was könnte dann ein Problem sein? Es könnte eher noch irgendwas an Ressourcen da sein, was man dann noch mit in diese Basis einbinden kann. Das wäre interessant. Antimony, nee, wir haben eine Antimony-Anlage oben, die brauchen wir nicht hier unten auch noch. Das Niobium oder was auch immer das ist. Weiß ich noch nicht, was es ist. Titan. Titan hatte ich mir aufgeschrieben, brauchten wir, ne? Ja. Aber... Also nur weil es da ist, sollten wir es nicht hier bauen. Und ich habe schon gesagt, dass es hier eine größere Anlage wird, dann müssen wir nicht auch noch eine Eisenverarbeitung hier zupappen. Da suchen wir uns lieber irgendwo eine andere Eisenader und bauen dazu das. Und genauso bei Titan, Blei und ähnliches. Bei dem Oil Sand bin ich noch gespannt. Wann kriegen wir das? Oil Sand Extraction. Das kommt erst beim nächsten Tier. Das dauert also noch eine ganze Weile. Weil dann kommen wir wahrscheinlich weg von dem Tar. Momentan müssen wir ja Kohle weiterverarbeiten zu Koks. Über die ganzen Zwischenschritte da, um an Tar zu kommen. Und aus Tar machen wir dann die Medium Oil, Light Oil und so weiter. Was aber nicht sehr effektiv klingt. Und Oil Sands ist da schon näher dran. Und dann später richtiges Oil? Ich weiß ja nicht. Uranium Rock. Eine Menge drin. 401 Millionen. Von Atomkraftwerken sind wir noch eine ganze Weile entfernt, denke ich. Bist du ein normales Kupferfeld? Ist irgendwie komisch, Eisen und Kupfer hier regelmäßig zu sehen. Weil es gibt jetzt so viele verschiedene Sachen und dann, oh, Vanillezeug. Nochmal Borax? Nein. Eine ordentliche Quarzanlage bräuchten wir auch. Wir haben zwar eine Glasproduktion, aber die ist halt in der Zweitbase da, in der zweiten Base, zu sehr eingebunden. Da ist nochmal Geothermal. Ja. 500 Millionen Eisen. Die Sache abzuarbeiten ist noch viel zu weit weg. Donk. Was ist das? Hellblau, oder? Kimberlite. Sagt mir was, aber keine Ahnung, was es hier macht. Ne, Chromium. Chromium haben wir eine ganze Anlage für gebaut und ich glaube, wir brauchten das nur einmal für irgendein Rezept. Und dann haben wir das gebaut und dann war es fertig. Das. Ja, ähnlich wie bei dem Schwefel. Haben wir einmal gebaut. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt irgendwann mal gebraucht haben für irgendwas. Und seitdem liegt es einfach da in der Kiste und wartet. Das ist halt das Problem, wenn man so ein komplexes Modpack hat mit so vielen Ressourcen, dass dann manche Sachen echt lange auf der Strecke bleiben. Aber man baut es halt trotzdem zwischendrin. Und man baut es dann nur so halbherzig auf, weil man es eh nur kurz zwischendrin braucht. Und dann, wenn es soweit ist, dass man es in Mengen braucht, dann ist es vorbei. Aber wenn man von vornherein alles in größeren Schritten baut, ist es halt mit alter Tech. Und dann muss man es eh am Ende wieder umbauen. Das ist ein perfider Plan, ist das.
Pong, Pong, Auto ist gleich kaputt, ja. Also, nichts wirklich Auffälliges in der Nähe. Ich habe noch geguckt, ob irgendwo vielleicht Wasser ist, dass wir bessere Anschlüsse legen können und ähnliches. Aber ich denke, das von hier wird eh am einfachsten sein. Zink. Und einen kleinen Schwenker nach unten noch kurz machen, wenn das Auto nicht explodiert. Vielleicht auch eine richtige Radarschüssel aufbauen? Also nicht die kleinen. Die kleinen machen ja einfach nur, dass man hingucken kann, sondern dass wir auch wirklich aufdecken. Dann spart sich das, mit dem Auto rumzuheizen. Ne, ist auch nichts Auffälliges. Also gerade sowas wie Klippen oder Flüsse oder so sind ja doch ein Problem noch. Wenn da jetzt zu viel wäre, dann könnte man sagen, okay, hier wird es sich jetzt nicht lohnen, in die Richtung zu expandieren. Aber ist alles gut. Okay. Heißt, wir schauen jetzt mit den Fischis, wie wir das so ein bisschen planen. Und die Steinanlage baue ich dann separat auf. So, dich hier halten. Aussteigen, dich reparieren. So. Es fängt alles mit dem Zinn an, weil wir das Zinn-Grade brauchen für diese, fürs Plankton, was es ist. Das heißt, wir gucken nach Fish Oil. Dann sagt er uns Renderfish. Und dann sagt er uns Fisch. Und dann sagt er uns Fisch. Und dann kommen Fischeier. Und dann sagt er mir Phytoplankton. Ja. Tin Grade 1. Okay, Tin Grade 1 machen wir aus Tin Grade 2. Und manchmal auch aus Tin Ore direkt. Und wenn wir die Tin Plates herstellen, machen wir sie auch aus Tin Grade 1. Okay, das heißt, wir können Tin Grade 2 komplett ignorieren. Alles an Tin Grade 2 wird zu Tin Grade 1 gemacht. Tin Grade 1 wird benutzt für das Phytoplankton und das, was nicht fürs Phytoplankton benutzt wird, das wird zu Zinnplatten gemacht. Und das Ganze auch schön in Hightech-Anlagen, dass wir keine Asche hier irgendwie drin haben. Wir brauchen also mehrere Dinge. Wir brauchen erstmal Strom hier oben. Das heißt, ich müsste eigentlich mit dem Geothermal-Ding oben anfangen. Ja. Ich werde das Geothermal-Ding gleich aufbauen auf Kamera. Und dann Stromanschluss runterziehen und dann können wir hier weiter rumtüfteln. Das ist ja schön gerade. Wir haben Fluid Mining Drills 3. Und du brauchst echt Steam, ja. Ja, das passt echt super damit. Das heißt, wir machen den Wasser hoch hier hin. Wir haben direkt Steam-Anlage hier unten, sowohl für Energiegewinnung als auch für den Tinabbau. Und dann kommt die Filteranlage, die Auseinanderwuselanlage hier. Das heißt, wir machen jetzt einfach ein System, was wir einigermaßen erweitern können. Du brauchst... Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon brauchen. Achso, ihr könnt ja... Ich vergesse es jedes Mal wieder, ne? Ich muss gar nicht mit 50 verschiedenen Anschlüssen arbeiten. Wir können die einfach direkt aneinander chainen und dann teilen sie die Ressourcen. Das könnten wir sogar so machen. Und dann würden sie trotzdem alles an Dampf, was da reinkommt, ordentlich aufteilen. Ja, mach das mal so. Oh. Ich habe nur 4 davon. Ah, die waren recht teuer in der Herstellung, ne? Also nicht teuer, sondern einfach nur nervig, weil sie halt so viele Pipes verbrauchen. Zack. Zack. So, 6 Stück davon. Problem mit dem Setup ist die Stromversorgung. Ja. So. Hier liegt das alles darauf. Wie, in welche Richtung machen wir das? Von hier und da, also es wird nicht so viel aufgebaut werden. Aber es kommt theoretisch von beiden was an. Das geht dann hier runter. Und wir machen dann hier das Auseinanderfrickeln einmal. Und
Ding ist nach oben, da müssen wir mit dem Plankton gucken. Und das, was beim Plankton nicht benutzt wird, das geht dann wieder runter und wird dann hier geschmolzen und dann zu einer Haltestelle gebracht. Ja, also runter. Das heißt, du machst jetzt nur die rechte Seite vom Fließband. Raus. Warte, ihr landet auf derselben Seite, ne? Das ist doof. Mach bitte. Dich. Das sieht bescheiden aus. Und hier haben wir keine Mitte. Das Setup gefällt mir nicht. Du bleibst da. Ist mir egal, ob ihr das teilen könnt oder nicht. Ihr braucht eine Mitte. Es ist unheilig. Weg. So. Die Linken und die Rechten können das jeweils teilen unter sich. Und dann kommt hier einmal Dampf von oben irgendwie rein. Zack. Und jetzt können die jeweils so darauf. Ist dann auch mitten auf dem Feld. So, ihr braucht trotzdem noch Strom, ne? Zack. Vor allem brauchen wir noch gleich Licht. Du. Runter. Hierauf. Genau. Dann brauchen wir jetzt eine Filteranlage, war das? Für Tin Grade, blubdiwub. Tin Grade. Das ist Titanium. Das ist Antimonium. Das ist Tin. Ein Automated Screener. Automated Screener. Sehe ich auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten Blick sind es auch viel zu viele Symbole inzwischen. Da. Blinkt nichts gelb, ne? Zwei Stück. Also es geht irgendwo runter. Dann geht es irgendwo hier rein. Das Ganze wird jetzt von... in welche Richtung ist expansiv? Es ist expansiv nach... Nach oben ist doof. Weil... Da kommt dann ja irgendwann die Fischanlage hin. Wir können... Wobei die Planktonanlage. Die Fischanlage wollte ich eigentlich hier hinten hin machen, damit es wirklich mehr Platz ist. Bin ich mir nicht sicher. Wir machen es erstmal so, dass wir hier nach oben bauen können. Und dann überlege ich mir währenddessen weiter. Und das ist wieder so ein Moment, wo es so dermaßen toll wäre, Construction Bots zu haben. Weil wenn ich jetzt Murks baue, dann kann ich das einfach alles einmal wegwischen mit den Bots und wieder irgendwo anders neu aufbauen lassen. Ah. Aber ja, wir haben ein Ziel und darauf arbeiten wir hin. Also, du tust mal so, als wenn du das Zeug bekommst. Können wir das nicht einfach copy-pasten von unserer Tin-Anlage? Unsere Tin-Anlage ist... Ja, wir können es jetzt nicht sehen. War hier auch so ein... Oh, da kamen Steine bei raus. Steine brauchen wir doch eh. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, hier ist eine Anlage zum Steine vernichten. Steine brauchen wir auch. Das ist an sich gut. Aber, das heißt, es wird dann noch frickeliger, die Steine, die hier kommen, immer zu verbinden. Naja, wobei es einfach nur ein richtiges Einstellen von einem Splitter. Ja, wir müssen mal gucken, dass dann die Steine auf jeden Fall verbraucht werden, die als Abfallprodukt entstehen. Und die Steine hier nur genommen werden, wenn die nicht genug bringen. Und hier müssen wir gucken, dass wir dann das Kerogen loswerden, weil sonst keine weiteren Steine kommen. Ich mache erstmal off-camera ein bisschen was. Und zwar die Geothermalanlage da oben bauen, Dampf runterziehen, Wasser hier hinbringen und mehr Schienen bauen, damit wir uns schneller bewegen können. Und nächste Folge werden wir dann die Tin-Anlage hier ordentlich aufbauen und gucken, wie wir das mit dem Photoplankton machen. Also Tin und Photoplankton klingt, glaube ich, realistisch für eine Folge. Und danach dann Stein und Fischis. Ja.